Frühjahr nach dem Winter. Kein Varroa mehr zu finden. Sehr wenig nur. I några bigårdar så fanns det kanske 100 kvarter från hela vintern. In manchen Beständen gab es nur 100 Milben durch den ganzen Winter. I de andra så var det 0, 1 och 2. Ja, also manchmal gar nichts oder nur 1 oder 2. Så då, klok som han är. Klok wie er ist. Så tänkte han, jag behöver inte behandla dem. Ich brauche nicht mehr zu behandeln. Förut behandlade han dem både vår och höst. Früher behandelte er im Frühjahr und im Herbst. Utom de som hade mera kvarter, de behandlade. Ja, also die, die mehr die um die 100 Milben hatten, die hat er weiterhin behandelt. Die waren näher an anderen fremden Bienenstädten gestanden. Am Spätsommer sammelte er wieder die Milben und versuchte. Det var samma bild, samma situation. Wieder die gleiche Situation. Ganz geringer Befall. Und dann waren wir folgen mit 100. Es war aber in einer kürzeren Zeit. Er hat wiederum nicht behandelt. Nur die einen wenigen mit den vielen Milben. So machte er das 2 Jahre. Vor dem Herbst, da wurde er so nervös, da hat er doch alle mit Oxalsäure behandelt. Im Frühjahr, wiederum keine, gar keine Milben. Er hätte gar nicht behandeln müssen im Herbst. Wer das dieses Jahr gemacht hat, weiß ich bisher nicht. Men kom ihåg 5 år, det gör skillnad. Det är tydligen så att 5 år är en riktig, ungefärlig 5 år som anpassningsperiod. Ja, kommen Sie, also erinnern Sie sich bitte, 5 Jahre hat es gedauert und das ist eine wichtige Zeit, glaubt er, wo so etwas gut ablaufen könnte. Så därför så tror jag. Dafür glaube ich. Om jag tar bin ifrån södra Frankrike. Wenn ich Bienen aus Südfrankreich nehmen würde, wie ich das getan habe, ja, die Bienen von Kefus, und das wird ungefähr 4-5 Jahre dauern, ja, um zu sehen, wie gut diese Völker sich bei ihm auf dem Platz zurechtfinden. Så efter 5 år. Nach 5 Jahren. Så blir bin så lokalt anpassade de kan bli. Ja, nach 5 Jahren glaubt er, werden die Bienen lokal angepasst. Efter att ha bytt drottning några gånger. Nachdem sie die Königin ein paar Mal getauscht haben. Kanske 3-4 gånger. Chef, gjort debüte. Also stille Rückweisung. Ne? Also wenn sie die Königin mehrfach selbst erneuert haben. Varroan kom till Sverige ungefär i södra Sverige på fastlandet 91-92 kam nach Süden. Südlichen Schweden, die Varroa zuerst. När biodlare frivilligt ger rapporter om deras biodling. Also wenn die Imker freiwillig den Bericht gegeben haben über ihre Imkerei, som det här bygger på, wo wir hier drauf bauen, så har de ungefär hälften av biodlarna lämnat rapporter. So, da glaubt man, dass ungefähr die Hälfte solche Berichte abgegeben haben. Då kan man inte veta, det förstår ni, då kan man inte veta exakt hur bra det har gått. Also der meint, da kann man nicht repräsentativ von ausgehen, wie exakt die Berichte waren. Men, man kan se trender. Aber man kann den Trend sehen. Om det sker på ungefär samma sätt. Dass es ungefähr auf die gleiche Art und Weise geschieht. Och
den här statistiken då kan man i alla fall se en trend. Bei dieser Statistik kann man auf alle Fälle den Trend erkennen. Da kommt die Varroa nach. Hier hat man diese Neonicotinoide mehr angewendet in Schweden. Und hier kamen die ersten Auswirkungen auf, von Resistenzen auf Apistat-Streifen. Man ser en tendens till ökade problem. Man sieht die Tendenz des steigenden Problems. Även om vinterförlusterna senaste året var drygt 15%, 16%. Die Winterverluste waren ungefähr bei 15%. Så om man tittar på allihopa så ser man att fortsätter det. Så om man drar ut. Ja, die Verluste, also die Tendenz ist steigende Probleme. So Peter Rosenkranz hat auch noch recht. Also der Peter Rosenkranz hatte sehr wohl recht. Ibland. Manchmal. Der war ja da, ibland. Ja, das sind wir ja auch so. Neonicotinoide är ett problem och bin samlar pollen ifrån majs som behandlas med. Ja, also der Pollen von Mais, wenn er mit Neonicotinoiden gearbeitet wurde, ist ein Problem. Sie sammeln natürlich auch Pollen vom Raps. Ja, viele Pflanzen, die mit diesem Präparat behandelt werden. Aber das ist wiederum ein anderer Vortrag. Men Mais visar också droppar. Det har inte regnat. Ja, das sind diese Rotationstropfen vermutlich, also Rotationstropfen. Även på lite större majsplantor. Auch auf den etwas größeren Maispflanzen. Sen har vi, nu ska jag se. Sen har vi problem då, som jag sa, att de var isolerade biodlarna. Eller dominerade. Så fick de mindre. Dann haben wir festgestellt, dass je mehr die Imker isoliert waren, desto weniger Probleme hatten die mit den Milben nach 5 Jahren. Bruder Adam, han placerar sina bikupor på ett speciellt sätt. Bruder Adam hat seine Bienen immer auf eine spezielle Art und Weise aufgestellt, dass sie sich nicht so stark verfliegen. Das ist ein guter Gedanke. Under vissa omständigheter. Under gewissen Umständen. Som här. Wie hier. Så fann man att mellan 32% och 63% av, inte alla arbetsbilar, utan de som flög ut och in från kuparna. Inte de som stannade. Alltså de flugbinen. Ja, flugbinen. De går ju ut då. Är det Google kallar för de samlingen? Ja, det är inte fel. Okay. Ja. Var mellan 30% och 60% i en bikupa och inte födda i den bikupa. Oh ja, es waren zwischen 32% und 63% Bienen in dem Bienenkasten, die nicht abgeboren wurden. Och Peter Rosenkranz har lämnat mer intressant information. Peter Rosenkranz hat mehrere interessante Informationen abgeliefert. In Sverige. In seinem